Hey Jasen, hast du Probleme mit dem Schlaf? Hast du Probleme beim Regenerieren? Nein, aber hast du teilweise vielleicht chronische Schmerzen, die nicht weggehen? Hast du Verdauungsthemen? Oder hast du immer wiederkehrende Probleme, die in einer Körperseite immer wieder auftauchen? Was machen deine Entzündungswerte? Sind die chronisch erhöht? Das heißt, es gibt viele Fragen, die Nervus vagus und das Vegetativum aufwerfen und beeinflussen können. Hast du eine davon? Zum Themengebiet des Nervus vagus und des Vegetativums im Allgemeinen ist natürlich für uns in der Physiotherapie im Alltäglichen auch immer dabei. Das Vegetativum spielt also immer eine Rolle. Die Frage ist, wie hoch ist letzten Endes die Intensität und die Bedeutung. Wir sollten es natürlich immer mit einbeziehen und letzten Endes auch mit berücksichtigen. Ein wesentlicher Punkt natürlich ist das Thema Atmung. Wir haben über 20.000 Atemzüge am Tag. Wir atmen also über 10.000 Liter frische Luft am Tag ein. Das bedeutet für uns, die Thematik im Allgemeinen des Nervus vagus, des Vegetativums, unseres Atemrhythmus, das ist eine Thematik, die für uns im Alltag sehr wichtig ist. Das heißt, Thema Regeneration für uns, auch Thema natürlich im Sport, Thema Stressform, Stress im Alltag, Stress im Beruf, im privaten Leben, all das spiegelt sich darin wieder. Und dazu können wir natürlich eben entsprechend uns auch Techniken bedienen aus entsprechend manualtherapeutischen, aber eben auch anderen Techniken in Bezug zum Nervensystem, wo wir, ich sag mal, sehr konkret im Bereich des Nervus vagus oder auch des parasympathischen Systems dementsprechend Reize setzen. Leute, die Probleme mit dem vegetativen System haben, ja, klagen oft über Probleme, dass sie ihre Leistung nicht voll abrufen können. Ja, also ich gehe in den Wettkampf und habe am Ende noch 20% im Tank. Oder Leute, die sich vor dem Training ewig aufwärmen, Leute mit chronischen Schmerzproblemen, Verdauungsproblemen, ja, alles Dinge, die hiermit assoziiert sind und wo wir hier positiven Impact setzen können. Der Vagusnerv kommt aus der Medulla, ja, das ist quasi ein Teil des verlängerten Rückenmarks und innerviert im Bauchraum eigentlich fast alles bis zum sogenannten Kanonenbühnenpunkt, das ist quasi hier unten der Quadrant links im Bauchraum. Also der absteigende Enddarm wird quasi nicht mehr vom Vagus innerviert. Alle anderen Organe, ja, Dünndarm, Dickdarm, Magen, Lunge, Leber und so weiter, ja, alles was hier drin hängt, hat direkt damit zu tun. Und entsprechend ist natürlich auch deren Funktion. Teilweise, wenn dieser Nerv seine Aufgabe nicht optimal wahrnehmen kann, nicht optimal reguliert, was sich direkt auf Leistung auswirkt. An der Stelle ist interessant, wie man den Vagus aktivieren kann. Wir haben unter anderem sogenannte freie Nervenenden, C-Faser nennt man das genau, im Bauchraum, die primär in Faszien vorkommen, die ich durch Druck stimulieren kann. Und letztendlich kann ich dadurch durch manualtherapeutische Techniken oder andere Drucktechniken im Bauchraum indirekt den Vagus direkt nach oben hin aktivieren, ja, die Regulation optimieren, dass hinterher diese Prozesse besser laufen. Abgesehen davon kann ich den Vagus anders stimulieren, was wir gleich im weiteren Verlauf hier aufzeigen werden. Das allumfassende Themengebiet des Vegetativums ist natürlich schwierig in einem Test zusammenzufassen. Wie schon berichtet, kann natürlich das Vegetativum oder ist überall dabei und kann überall entsprechend Auswirkungen haben. Eine Möglichkeit allerdings, die wir natürlich eben mit betrachten können, ist, dass wir uns in einer Art Etagen- oder Federtest des Thorax, wenn wir jetzt auch gerade die Versorgung des Nervus phrenicus und des Nervus vagus, auf die wir jetzt auch weiter eingehen, testen, entsprechend den gesamten Rippenbogen zu testen. Und das können wir einmal über Drucktechniken, indem wir hier Daumen und Hand einfach entlang des Rippenbogens auflegen und entsprechend eben im Seitenvergleich einmal nach unten in die Tiefe hineinfedern und das Gleiche in Form einer Shift-Bewegung entsprechend machen. Das heißt, wir gucken, wie weit kann ich und wie gut, wie leicht auch an der Stelle kann ich hier drüben hineinfedern und auf dieser Seite. Bei ihr ist es jetzt dementsprechend so, dass ich von oben her keinen Unterschied habe, obwohl ja entsprechend rechts auch mehr Raumforderung durch ein großes Organ wie die Leber eigentlich vorhanden ist. Und wenn ich hier von der linken Seite federe, geht das leichter, wie wenn ich hier aus der rechten Seite in die Shift-Bewegung hinein möchte. Und insofern könnte es ein Rückschluss, gerade in Bezug zu anderen Themen, die sich dann vielleicht auch aus der Anamnese heraus ergeben, eine Problematik sein, die unter Kontext auch eines vegetativen Anteils hiermit steht und dementsprechend können wir jetzt auf dieser Seite mit entsprechenden Techniken daran arbeiten. Als Testung zur Beweglichkeit der Brustwirbelsäule und gleichzeitig damit auch im Kontext zum Zwerchfell, was natürlich zwischen ungefähr TH6 und 12 auch entsprechend die Beweglichkeit einschränken kann, aus dem Vegetativum, also sprich aus der Versorgung des Nervus phrenicus oder eben auch bei viel Stress des Nervus vagus heraus, können wir entsprechend auch diesen Bereich zu einer Testung wählen. Das heißt, die Arme sind überkreuzt und ich sage an, dass entsprechend hier gerne auch in so einer Art Reiter sitzt, dann sind entsprechend die Beine und die Hüften etwas fixiert.
eine Rotation eingeleitet wird nach links, das heißt so weit mit dem Oberkörper versuchen zu drehen, das Ganze eben entsprechend genauso in die andere Richtung. Das kann ich dann auch jeweils einmal passiv nachtesten, dass ich fixiere ich das Ganze und schaue, ob das entsprechend weitergeht. Auch aktiv sollte hier entsprechend eigentlich eine komplette Linie in 90 Grad durch den Körper ziehen zu sein und oder möglich sein, sehen zu sein, und das sollte dann eben entsprechend betrachtet werden und kann man so in dem Bewegungsausmaß testen. Als eine Behandlungsoption für das Beispiel einer hier thorakal erhöhten Spannung können wir sogenannte Muscle Energy Techniken uns zunutze machen, und dementsprechend, vorausgesetzt wie jetzt in dem Beispiel, dass wir hier von der rechten Seite nicht gut reinfedern können, kann ich jetzt entsprechend eben hierüber das Ganze in eine Kompression bringen. Das bedeutet, ich habe hierüber, ich würde jetzt auch wieder als Therapeut eher auf der anderen Seite stehen, weil Schieben leichter ist als Ziehen. Aber zur Sichtbarkeit schiebe ich jetzt hier den Rippenbogen entsprechend rüber, kann hier auch das Ganze noch ein bisschen mit annähern, atme jetzt tief ein, das heißt, sie ist angeleitet, tief einzuatmen, hält die Luft an und gibt mir jetzt eine hohe Spannung in die Bauchmuskulatur, in die Bauchpresse, spannt alles an, ich halte dagegen und halte das etwa 5 bis 7 Sekunden und sie atmet wieder aus, und dann kann ich entsprechend testen, ob über diese Annäherung in dem Moment und eben die Spannung, die ich durch die Bauchpresse hineingebe, das Ganze schon leichter geht. Und das ist auch hier in dem Beispiel der Fall. So, nachdem gerade Berenger manualtherapeutisch am Zwerchfell war, gehen wir jetzt in eine aktive Zwerchfellatmung. Ja, dafür drehe ich bitte einmal 90 Grad zur Kamera, leicht in die Knie gehen, Becken bitte nach hinten kippen, Hände bitte auf den Bauch legen. Ja, richtig schön jetzt die Hände voll atmen, also wir wollen das Zwerchfell wirklich durch die tiefe Einatmung nach unten bewegen, dann den Hals und Rachen entspannen und dann kraftvoll ausatmen. Hört sich krass an, ja, richtig Gas geben, damit bei der Ausatmung das Zwerchfell wieder ganz nach oben wandert. Und ausatmen. Wieder tief einatmen. Hierbei ist ganz wichtig, dass Sie wirklich einen Bauch haben, dass man ihr schön sieht, und wieder ausatmen, also nicht anhalten, sondern flüssig durch. Und wir wollen wirklich Lärm haben. Ja, Hals, Rachen entspannen, richtig rausschieben. Nochmal. Noch einer. Richtig schieben. So, und das Wichtige dabei ist, ja, das Zwerchfell wird auch vom Vagus mit innerviert, und durch die Zwerchfellbewegung haben wir wie so eine Art Organpumpe. Ja, wenn sich das Zwerchfell runter bewegt, bewegen wir dadurch letztendlich eigentlich den gesamten Organapparat im Bauchraum, die alle über Faszien aufgehängt sind, wodurch wir auch wieder Impact auf die C-Fasern haben, was sich sehr positiv auf die Vagusfunktion auswirken kann. Deswegen ist das eine super Übung für Leute, die an der Stelle zu Hause nacharbeiten müssen, um hier wieder nachhaltig Stimulus zu generieren. Viel Erfolg bei der Anwendung. Ein wichtiger Teil des vegetativen Nervensystems und damit natürlich auch im Kontext zum Nervus vagus ist der Parasympathikus. Der Parasympathikus, der uns also entsprechend auch in die Regeneration bringt, also entsprechend uns entspannen lässt und natürlich dann entsprechend auch für eine Mehrdurchblutung und Co. sorgt. Also das heißt, alles, was dazu führt, dass wir in eine Atemregulation kommen, in eine Entspannung kommen, kann ich auch über gerade hier entsprechend Techniken am Kreuzbein gut auch mit einfügen. Das bedeutet, für eine der Techniken, auch wieder kombiniert an die Atmung, kann ich meine Hand entsprechend hier mit meiner Handinnenfläche flächig auf das Kreuzbein, auf das Sacrum auflegen, die andere Hand übergreift, ja, eine Art von einem Plus, was ich hier sozusagen forme, und aus dieser Stellung heraus bringe ich mein Brustbein als Therapeut auch über das Gebiet. Jetzt nehme ich ganz leicht Kontakt auf, sodass ich merke, dass ich entsprechend eben nicht an Kleidung wie in dem Fall bin, sondern eben an der Struktur, an der knöchernen und faszialen Struktur des Kreuzbeines. Jetzt kann ich Sie anleiten, immer wieder ein- und auszuatmen, das bewusst auch tief in die Atmung zu machen, und verfolge hierbei entsprechend die Bewegung des Kreuzbeines, was einhergeht mit der Einatmung, dass das Kreuzbein, das Sacrum sich in eine Kontranutation bewegt und mit der Ausatmung in eine Nutation bewegt. Da kann ich natürlich entsprechend sehen, geht das beides gleich gut oder muss ich dementsprechend vielleicht sogar korrigierend arbeiten. Und selbst wenn es, sage ich mal, symmetrisch und auch rhythmisch geht, kann ich das Ganze mit dem Kontakt zum Kreuzbein, also durch einen taktilen Reiz, entsprechend begleiten und vielleicht ein kleines bisschen über den Druck in die jeweilige Bewegungsrichtung intensivieren und über alleine schon diesen Kontakt taktil auch unmittelbar am Kreuzbein und der Verschaltung des vegetativen Nervensystems entsprechend parasympathisch wirken.
Weitere Möglichkeiten zu überprüfen, ob die Intervention, die wir wählen, direkt einen Impact auf die angesprochenen Themen hat, wäre zum einen zu gucken, alles klar, fällt die Pulsfrequenz, weil wenn wir den Parasympathikus aktivieren, sollte der Puls in der Regel ruhiger werden. Und die Sauerstoffsättigung in der Peripherie sollte mehr werden. Ja, beides kann man über einen Pulsoximeter zum Beispiel am Finger messen, was sehr einfach geht. Ja, wir zeigen euch jetzt noch ein paar weitere Möglichkeiten, wie wir das System aktivieren können. Ich habe vorhin die C-Fasern im Bauchraum erwähnt, die wir über Druck bekommen. Und dafür ist ein Bauchgurt sehr, sehr praktisch. Ja, als auch Kälte- und Wärmestimulus läuft ebenfalls teilweise mit über diese Bahn. Das heißt, wir können in den Bauchgurt am Ende noch ein Wärme- oder Kältekissen mit reinschmeißen, um den Stimulus zu erhöhen. So, wir können jetzt mit ihr diese ganzen Dinge testen. Ja, machen wir jetzt exemplarisch hier nicht, sondern wir ziehen ihren Bauchgurt an. Ja, bitte einmal richtig eng um den Bauch wickeln, also wirklich Druck aufbauen. Und das Schöne bei Bauchgurten, ja, zur Vagusaktivierung ist folgende. Wir brauchen in der Regel, damit das System sich nachhaltig anpasst, regelmäßig Stimulus. Und wenn wir ehrlich sind, viele der Dinge, die im Alltag gemacht werden zur Aktivierung vom Vagusnerv, sind relativ kurz und insofern in Summe im Alltag oft zu wenig, um hier nachhaltig viel zu verändern. Und insofern ist so ein Werkzeug hier sehr, sehr praktisch, weil das kann ich tagsüber einfach unter meiner Kleidung tragen. Okay, ist der Gurt schon eng? Okay, bitte einmal das Kältekissen platzieren. Und hierbei ist ganz wichtig, dass wir über einen Test-Retest abfragen, ob dieser Stimulus in der Kombination wirklich bei der entsprechenden Funktion hilft. Ja, und das Gute ist, wenn wir das entsprechend applizieren, dann ist es hierbei gegeben, dass wir davon relativ viel Stimulus über den Tag generieren können. Weil wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich ein Problem, dass die meisten Vagusaktivierungen, die wir im Alltag machen, relativ kurz sind. Und wir natürlich ein Volumen brauchen, damit hier nachhaltig eine Anpassung stattfindet. Und wenn der Bauchgurt entsprechend mit Wärme oder Kälte hierbei positiv sich auswirkt, ist das eine sehr, sehr einfache Sache, die wir in den Alltag gut integrieren können, um hier entsprechend einen nachhaltigen großen Reiz zu setzen. Bei dieser Technik können wir jetzt entsprechend einen auch direkten Zugang zum Nervus vagus einleiten. Das bedeutet nur, wir müssen wissen, wo wir sind und wie wir entsprechend auch daran kommen. In Bezug dieser Halsloge hier in dem Bereich haben wir die sogenannten Scalenuslücken. Einmal eine vordere und eine hintere Scalenuslücke. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns in dem Bereich bewusst machen, wo diese vordere Scalenuslücke sitzt, damit wir entsprechend auch unseren Druckreiz hin zum Nervus phrenicus und Nervus vagus entsprechend applizieren können. Dafür nehmen wir den Kopf entsprechend in die Gegenrotationsseite hinein und können auch anleiten und sagen, heb bitte mal den Kopf an. Dann sehen wir entsprechend sehr stark auch hier ausgeprägt den Musculus sternocleidomastoideus mit entsprechend dem sternalen und auch hier entsprechend mit dem klavikulären Anteil. Direkt an diesen Hinterrand des klavikulären Anteils nehme ich meinen Finger. Und auch jetzt unmittelbar kann in diesem Bereich nichts mehr weiter sein, als nach hinten kommend. Und da kann ich auch über die Einatmung kontrollieren, dass sie mal tief einatmet. Als eben entsprechende Hilfsmuskulatur für die Einatmung sind ja die Scaleni und wieder ausatmen, dass dort eben entsprechend Muskelspannung entsteht. Egal mit welchen Fingern oder wie vielen, ich muss jetzt nur schauen, dass ich aus dieser Position meine Drucktechnik in Richtung der Wirbelsäule direkt an dem hinteren äußeren Rand, wie gesagt, des Sternocleidomastoideus setze, dann liegt mein Finger automatisch in der vorderen Scalenuslücke. Dann kann ich das Ganze auch gerne entsprechend wieder in die Neutralposition bringen, um es anzunähern und jetzt mit Drucktechniken, leichten Kreisbewegungen oder auch leichten Pumptechniken in den Bereich hineinzuarbeiten. Natürlich sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Das kann ich entsprechend auch mit Streichtechniken verbinden. Das bedeutet, wenn ich hier von der Seite mit Druck in Richtung der Wirbelsäule arbeite, werde ich automatisch in dem Bereich auch neben dem gesamten faszialen Gebiet auch eine Stimulation des dort direkt verlaufenden Nervus vagus und Nervus phrenicus erzielen, weil sie unmittelbar auf und leicht vor dem Musculus scalenus anterior verlaufen und ihren Weg nach unten entsprechend suchen. So eine weitere Möglichkeit, den Vagusnerv zu aktivieren, ist in der sogenannten Ohrtasche. Ja, so nennen wir das Ganze. Und die befindet sich hier am Ohr. Dreh dich bitte einmal 90 Grad. Und zwar an der Rückseite. Das Hautareal vom Ohr, was quasi Richtung Schädel liegt, hier oben unter dieser Falte, das nennen wir Ohrtasche. Und wenn wir die Haut Richtung Kopf entsprechend mit einem sensorischen Stimulus aktivieren, haben wir eine Aktivierung des Vagusnerv. Wir machen das hier mit einem Vibrationsstift. Ja, legen den hier rein. Und legen den mit leichtem Druck gegen den Schädel, kannst du den natürlich theoretisch auch selber machen, merkst du die Vibration intensiv, okay? Ja, und das kann jetzt ein paar Sekunden wirken und dann kann ich wieder entsprechend meine Tests machen, um zu schauen, alles klar, hat das eine positive, neutrale oder negative Auswirkung auf mein System. Sehr simpel,
Super praktisch für den Alltag, weil das Dinge sind, die Leute auch sehr gerne alleine im Alltag machen können. Mit wenig Aufwand, ja, jederzeit überall, um hier nachhaltig eine Aktivierung zu schaffen, die auch vom Volumen her in Kombination mit den anderen Übungen wirklich am Ende einen Mehrwert bringt. Für unsere tägliche Arbeit in der Physiotherapie ist natürlich eben das Vegetativum wichtig. Jetzt haben wir ein paar Beispiele gesehen und sind wir ehrlich, wer von den Physiotherapeuten arbeitet vielleicht bisher schon häufig mit einem Bauchgurt unter Kompression, leitet das den Patienten entsprechend in den Alltag mit an? Wer macht eventuell die ein oder andere Technik mit einer direkten Applikation für den Nervus vagus, wo wir Zugänge haben? Das heißt, es ist wichtig, dass wir diese Dinge mit einfließen lassen, denn wie auch Yasin es vorhin erklärt hat, ist es wichtig, dass diese Stimuli entsprechend häufig generiert werden können. Und das sind Beispiele, nicht alle, es gibt natürlich mehr, aber das sind wichtige Beispiele dafür, wie wir entsprechend das auch als Therapeuten im Alltag die Physiotherapie in sich entsprechend mit den Techniken aus der Neuroathletik verbinden können. Das Schöne ist hier an der Stelle wirklich, dass wir uns extrem gut ergänzen können. Wir arbeiten am gleichen System, haben verschiedene Zugänge, die sich super ergänzen und für die Therapie an sich, also natürlich für die Aufarbeitung danach, extrem gut in den Alltag so einfließen können. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Integration der Techniken. Nehmt sie mit, probiert sie aus und...